Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raid Shadow Legends. Das habe ich ja schon ein paar Mal gespielt. Ich spiele das so auch noch ab und an mal, weil mir macht das Spiel richtig Spaß. Deswegen finde ich das cool, dass jetzt gerade diese Quest kommt. Ein bisschen warten. Da, ich bin schon beim 25. Tag, wo ich den spiele. Also ich bin schon relativ weit. Und umso weiter ich komme, umso mehr Probleme habe ich mit dem Silber, was ich ja vorher am Anfang en masse hatte. Da mache ich mal ein XL-Video von, mal wieder. Und ich fange hier unten an bei Missionen. Das sind nämlich meine Tagesziele, die ich machen muss. Ach, warte mal, ich mach mal Sound an. Und Vollbild. Ja, besser. So, meine Tagesziele, die ich machen muss. Gewinnen Sie 5-mal in Arena. Okay. Ich bin allerdings noch nicht so richtig stark. Ich habe hier 17.000, der hat 18.000. Also gegen den kämpfen wir nicht. Den nächsten schauen. Ach doch, den hauen wir weg. So 0, nichts. Automatik. Das war ein bisschen doof, das musst du bei PvP immer wieder neu einschalten. Das werdet ihr gleich noch bei der nächsten Runde sehen. Muss ich das wieder einschalten. So, damit haben wir den ersten Gegner platt gehauen. Ja, mal schnell zum zweiten Gegner. Der ist auch gut, der hat nur 13.000 Kraft. Ich bin ja bei 17.000 hier wieder einschalten. Was ich ja gerade schon sagte. Das sind so meine vier stärksten, also nicht stärksten Helden, aber ich wollte gerne die vier lilanen haben, also die epischen Charaktere, die ich habe. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr, aber die haben sich relativ als gut bewährt, bis auf der hier. Der ist ein bisschen doof. Da sind meine vier epischen. Dann habe ich noch an epische Charaktere. Nach Rang war es, glaube ich. Ja. Die habe ich noch, die drei. Sprich, ich könnte den auswechseln und den reinpacken. Aber ist vielleicht sogar besser. Ich weiß es nicht. 17,5. 17, ja doch, der ist stärker. Und vielleicht den raus und den rein. Weil so habe ich dann jede Farbe einmal verteilt. Vorher hatte ich ja drei rot und einen blauen. Schauen wir mal. Aber der hätte ja nur 11.000 gehabt, daher wird das wahrscheinlich kein schwerer Sieg werden. Aber ich sehe schon hier der rechte, der Barbar. Der Lila, der ist, hat eine ganz kleine Lebensleiste. Also der ist sehr schnell down. Was ich bei denen auf jeden Fall brauche, ist die Frau, weil die kann wiederbeleben. Die Ork-Dame.
Jo, den kriegen wir auch noch platt. Sind die ganzen starken oder ist das wegen... Monsanto ist ja noch gar nicht. Ich hätte gedacht, dass vielleicht wegen Monsanto ist, dass alles zurückgesetzt wurde. Aber scheint nicht so. Damit ist der nächste Gegner besiegt. Wie viel habe ich denn schon? Vier? Oh, der ist so stark. Ja. Der auch. Der ist auch so stark. Oh, der ist ganz bisschen schwächer wie ich. Versuchen wir es mal, ne? Ich glaube, es war nicht, dass ich das reißen werde, aber... Ah, Automatik. Also wenn du selber spielst, ist natürlich besser. Aber dauert ein bisschen länger. Nein, der nächste down. Oh. Gut, dass die noch den Zauber von denen hier gekriegt hat. Jetzt habe ich vielleicht noch eine kleine Chance. Es wird hier wiederbelebt. Und down ist er. Tja. Eine Niederlage. Oh, geschafft. Gehen wir mal rein. Einlösen. Beschwöre drei Champions. Für Champions braucht man hier diese Splitter. Ich habe 76 grüne Splitter. Ich beschwöre davon mal drei graue Einheiten, vielleicht auch eine grüne, aber grün ist ganz selten dabei. Wie den habe ich hier schon. Stellt sich auch hier um, gewöhnlich. Graue Einheiten habe ich alle. Auch eine graue Einheit. Und auch eine graue Einheit. Einfordern. Energie verbrauchen, das machen wir später. Ein Champion hochleveln um 3 Level. Okay. Ich gehe mal hier auf Level, gehe nach ganz unten. Das sind die, die ich neu gekriegt habe, die drei. Aber wir werden jetzt in den aufleveln mit einem Bierfass. Kostet 7000 Silber. Quest geschafft. Viermal ein Artefakt verbessern. Und das ist immer sehr kostspielig bei mir, aber ich nehme mal den hier, verbessern, 1, 2, 3, 4, habe extra den billigen genommen. Schlage dreimal einen Kampagnenboss. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich hänge hier bei der Dame fest und Kampagnenboss besiege ich mal den. Dann nehme ich hier mal Leute, die noch gelevelt werden müssen. Fraktion. Ich sortiere nach Elementen. Jetzt habe ich hier die ganzen Lilanen vorne. Da würde ich jetzt mal den hier als Chef nehmen. Puh, das wird da nicht schaffen. Wir brauchen 20er. Nehmen wir den als Chef, dann nehmen wir einen roten,
Welchen nehmen wir da? Ach, nehmen wir hier den schlechtesten. Nehmen wir einen blauen. Eins. Nein. Das ist der Graue, der schon tot ist und den ich schon habe. Und grün. Ob ich das dann schaffe? Ich probiere es mal aus. Erstmal vorsichtig mit ein. Bei denen ist, wenn es einmal einschaltet, ist das automatisch, dann macht das automatisch. Also ich muss dreimal gegen Kampagnenboss gewinnen. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ja, nee, schaffe ich nicht. Der alleine schafft ihn nicht. Gut, also Team ändern. Jetzt sagt er hier Artefakt verbessern, weil ich es nicht geschafft habe. Aber das machen wir nicht. Ich gehe wieder auf Elemente. Benutze ich ein bisschen stärkere jetzt. Bei Rot. Dann haben wir den Level 10er. Bei Blau. Dann bei den Level 10er. Bei Grün. Nur Graue. Nein, Graue ist nicht so gut. Kommen wir mal bei dem einen stärkeren. Machen wir mal was anders. Rot. Nein, die kann ich nicht mal leveln. Die nehme ich nicht. Nehmen wir die hier. Wir machen mal eine Frauengruppe. Genau. Ist das eine Frau? Ich weiß es nicht. Nee, das ist keine Frau. Okay. Keine ganze Frauengruppe. Ein Mann als Anführer. Nehmen wir die. Und bei Grün. Die ist voll. Nehmen wir die oder die? Ach, nehmen wir die. Schauen wir mal, wie die kämpfen. Aber das wird jetzt auf jeden Fall klar gehen. Das sind doch alles Frauen. Das ist doch eine reine Frauengruppe. Ja, okay, ich habe jetzt ja hier schon einen fast Level 30er. Hier Level 24 noch. Fast 20. Und der fast 15. Können wir das Ganze wiederholen, weil wir müssen ja dreimal gegen einen Boss gewinnen. Das wird jetzt das zweite Mal.
wenn ich gleich bei die 50 Energie verbrauchen bin, dann werde ich wiederholen lassen und ich werde den dann in alles vorspulen, weil das wird sonst zu lange dauern. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Dieser Drache hat null Schaden gegen der Frauenpower hier. Und noch einmal. Alle guten Dinge sind drei. Down ist er und wir haben die drei Bosskämpfe geschafft. Ein Gegenstand aus dem Markt kaufen. Was haben wir denn da? Habe ich den Kultulisten? Aber ich kaufe den trotzdem, weil vielleicht kann ich ja einen irgendwann mal aufleveln. Mal kurz zeigen, wenn ich jetzt hier Münze einsammeln. Wenn ich hier auf der Taverne gehe und ich einen Rangaufstieg machen möchte, nee, nicht Rangaufstieg oder was, Rangaufstieg, nein. Fähigkeiten, normaler Aufstieg war das. Wenn ich einen normalen Aufstieg machen möchte, um diesen Charakter. Achso, war doch Rangaufstieg. Ja, wenn ich Rangaufstieg machen möchte, brauche ich drei Charaktere mit drei Sternen. Wenn ich jetzt einen Dreier habe. Wenn ich jetzt einen Zweier habe, wie den hier, brauche ich zwei Charaktere mit zwei Sternen. Ja, es geht halt, ich denke mal, bis zum sechsten. Hier brauche ich vier Charaktere oder solche schicken, so solche Hühner. Aber ich werde jetzt keinen Charakter davon opfern, weil ich habe die alle nur einmal. Habe ich denn davon einen? Auch nicht. Aber können wir mal gucken. Level 1er? Nein. Nach Level sortieren. Habe ich mir nicht gerade angeguckt. Achso, das ist ja schon 3 Sterne Charakter. Dann müsste ich auf 2 Sterne Charakter gehen. Wir nach Rang sortieren. Das ist ein 2 Sterne Charakter.
Hier könnte ich, wenn ich jetzt noch einen hätte oder ein Hähnchen mit zwei Sternen, könnte ich das Hähnchen benutzen. Aber ich habe da nichts. Einen Stern habe ich nicht mehr. Das sind die drei neuen. Die grauen, die habe ich schon alle zerschossen. Hier. Da ist der eine. Jetzt wird der auch zerbröselt. Die Fähigkeiten sind schon Level 4. Gut. Und den wollte ich mir ja aufheben. Da ist der andere. Und auch schon Level 4. Dann sind wir jetzt bei der letzten Quest angekommen. Das ist die 50 Energie-Quest. Dann werde ich mal wieder den Boss nehmen. Für Energie brauche ich 5. 20 habe ich glaube ich gerade gehabt, also 30, noch 6 Runden. Hier kann ich die Rundenzahl einstellen. 6. Und starten wir das mal. Dann will ich das jetzt mal kurz vorspulen, dass ihr euch das Ganze nicht anschauen müsst. Dann will ich mal sagen, bis gleich. Da bin ich wieder. Das ist jetzt die vorletzte Runde. Und mal schauen. Danach sind wir ja eigentlich fertig. Hier erkennt man gut, die nächste Schlachtzeit beginnt in so und so viele Sekunden, wie viele noch da sind. Dann konntest du da vorne noch deaktivieren. Also wenn du nicht mehr weiterspielen möchtest, kannst du da mal drauf drücken. Und sagen von wegen hier, ich möchte nicht mehr die Runde weiterspielen, möchte auch was ändern und dann weiterspielen oder komplett aufhören, wie auch immer. Und hier erkennt man auch immer noch mal gut, wir sind in der 6. Schlacht von 6, also die letzte. Und hiernach müsste dann auch unsere Energie fertig sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Weil 6 mal 5 sind 30, 30 fehlte noch. Ist es dann fertig. Guten Morgen zusammen. Okay, und jetzt sehen wir hier, was wir alles gekriegt haben. Rüstung, wieder diese grünen Splitter, wovon ich schon genug habe, die man leider nicht verkaufen kann. Irgendwie muss man doch noch an Geld kommen, außer durch die Queste und immer durch die Schlachten. Aber ich habe auch hier 6000 Energie. Ich könnte eigentlich eine ganze Woche das durchspielen. Dann gehen wir mal zur Mission, geben die letzte Quest ab. Damit haben wir jetzt die ganze Tagesqueste erzielt, können das einmal abgeben. Kriege ich ein paar Juwelen. Und dann wird es weitergehen zu der wöchentlichen. Da sieht man, ich habe diese Woche das erst einmal schon gespielt. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich muss 5 Tage spielen in der Woche. Und die ganzen Questen abschließen. Die könnte ich jetzt auch schon alle abschließen, bis auf die hier oben. Da muss ich wirklich 5 Tage warten, weil die tägliche Mission 5-mal machen.
geht nur einmal am Tag. 12-mal in der Woche, in einem Monat. 12-mal tägliche. Ich glaube, da zählt das zusammen. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist ja mein Account verknüpft. Ja, okay, nicht mit Plarium-ID. Keine Ahnung, was Plarium-ID ist. Ja, das war eigentlich das Spiel. Raid. Also ich finde es gut. Die Grafik sieht ganz gut aus. Gibt's auch hübsche Figuren hier. Oh. Zensieren. Aber die müssen ja nicht hübsch sein, die Figuren, die müssen nur stark sein. So wie der. Ja, ich habe hier 113 Charaktere habe ich, 120 kann ich haben. Ich kann später, wenn das voll ist und möchte noch mehr haben, kann ich mir 2 Millionen nochmal Slots dazu kaufen, mal mit 120 roten Diamanten. Wie viele Diamanten habe ich gerade gekriegt bei der Quest? Ach, steht nicht mehr da, schade. Ich glaube 10 oder 20 waren das. Also es wird schon ein bisschen dauern. Am Anfang fand ich das Spiel nicht so gut, hat mich das nicht so fasziniert. Da habe ich es 2-3 Mal mehr gespielt und dann gefiel mir langsam Gefallen dran. Weil am Anfang war es ziemlich zäh gewesen. Also ist jetzt immer noch sehr zäh, weil ich bin hier wirklich noch nicht weit. Ich bin noch ziemlich am Anfang, wenn man hier auf die Taverne schaut. Taverne. Wenn auf die Schlacht geht und schaut sich die Kampagne an. Ich bin erst hier. Das geht noch hier. Ich bin gerade mal bei der Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, bei der Hälfte bin ich. Ach, steht ja auch da. 6, 12. Und das sind die Symbole, was für Rüstung du kriegst. Hier kriegst du die Herzrüstung, die Angriffsrüstung, die Defense-Rüstung, Rückschlagrüstung. Das ist für Bogenschützen, für einen Kämpfer. Die ist ganz cool, die Rüstung. Da habe ich schon ein Set von. Das ist, wenn ich den Gegner schlage, mache ich ihn Schaden und lade mich damit auf. Halt Vampir. Aber das ist sehr, sehr zäh. Wenn ich hier die stärksten von meinen Leuten nehme, das sind jetzt Level. Die ist nicht die stärkste. Nein. Oder? Ach, nehmen wir die mit. Nein, ist nicht die stärkste. Wüsste ich doch. So, wenn ich jetzt die nehme, mache einmal Start. Die sind hier nur Level 11. Ich habe hier 2 40er, 29, 37. Obwohl mit den stärksten habe ich auch noch gar nicht probiert. Weil ich probiere immer meine Leute mit höchsten Level. Ja doch, das werde ich schaffen. Aber habt ihr gesehen, wie viel Schaden die schon machen? Obwohl, das ist ja auch der eine Rote, der, wo ich sage, der ist... Das ist eine Lusche.
Nice, nice. Ja, und halt die Tagesquest zu machen, das dauert bei den Spielen nicht lang. Wie lange bin ich jetzt bei? 36 Minuten. Daher ist. Und man kann sogar noch sagen, hier kämpft 50 Runden gegen irgendeinen alleine. Muss halt alle paar Minuten wieder zurückkommen, weil ich glaube nach 10 Minuten fragt er, bist du noch da? Da muss auf OK drücken. Wenn du nicht OK drückst, dann geht das Spiel aus ab. Wo ist das nicht, ne? Ich lasse das manchmal in den Beil laufen, über 50 Runden. Und dann schaue ich mir in den Beil noch YouTube an. Habe hier zwei Monitore am Rechner, daher geht das sehr gut. Und wenn man es auf dem Handy spielt, kann es auf dem Handy laufen lassen, bei YouTube gucken oder Fernsehen gucken, wie auch immer. So, dann werde ich jetzt mal das Spiel abbrechen. Genau, erbrechen. Werde ich das Spiel abbrechen und mir mein Ticket holen. Da ist es. Die singenden Glühbirnen. Hurra! Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!